Lieber Gott, Herr Vater, wir freuen uns, heute hier sein zu dürfen, in diesem Hause, Herr, mit unseren Freunden, mit unseren Brüdern und Schwestern, mit unserer Familie, Herr. Wir freuen uns, hier sein zu dürfen, um dich anzubeten, Herr, um zusammenzukommen und dein Wort gemeinsam zu studieren. Herr, wir bitten dich jetzt in ganz besonderer Weise für dein Kind, Herr, für unseren Prediger, dass er die Worte findet, die du ihm in den Mund legst, Herr, dass er nicht durch sich selber spricht, sondern uns das offenbart, was du uns sagen möchtest. Bitte, lieber Gott, sei du in ganz besonderer Weise während dieses Predigtgottesdienstes bei uns, Herr, dass wir mit offenen Augen und mit klarem Verstand hier zusammensitzen, Herr. Nimm du alles Störende von uns fern, was uns ablenkt, all der Alltagsstress, der uns vielleicht auch an diesem Sabbattag belastet, Herr. Lass du das jetzt außen vor, dass wir wirklich 100% hier sein können. Lieber Gott, bitte behüte und beschütze du auch unsere Brüder und Schwestern und unsere Freunde, die den Weg hierhin nicht gefunden haben, die nicht hier sein können, Herr, die im Urlaub sind. Schütze du jeden Einzelnen und segne du uns, Herr. In Christi Namen danken wir dir dafür. Amen. Inzwischen habt ihr bestimmt schon den Text gefunden und der befindet sich in wo? Ausgezeichnet, Schwester. Oh, das ist aber gut. Vielen Dank.
Es war nicht leicht zu finden, aber die Antwort befindet sich in Römer Kapitel 15. Und hier steht es in meiner Elberfelder Übersetzung folgendes. Römer Kapitel 15, Verse 1 und 2, beziehungsweise 1. Alle gefunden. Römer ist nach Apostelgeschichte. 15,1 und vor 1. Korinther. Wir aber, die Starken, sind verpflichtet, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen. Ja, das ist das Prinzip, was wir gelesen haben und auch in der Kindergeschichte angesprochen haben. Wir werden heute aber als unseren Predigtext den 7. Vers des 15. Kapitels nehmen. Das heißt überhaupt nicht weit. Ich lese unseren Predigtext, Römer Kapitel 15, Vers 7. Deshalb nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat zu Gottes Herrlichkeit. Dieser Text ist eigentlich kurz und sehr klar strukturiert. Wir haben also drei Elemente, soweit ich das überblicken kann. Zuerst, deshalb nehmt einander auf. Wir sollen uns gegenseitig aufnehmen, wie der Christus euch aufgenommen hat. Und das Ganze soll zu Gottes Herrlichkeit dienen. Sehr einfacher Text, oder? Und sehr einfach umzusetzen. Anderen so anzunehmen, wie er ist. Ihr Verheirateten und Befreundeten. In diesem Vers sind die Christen der Gemeinde in Rom aufgefordert, einander aufzunehmen, obwohl es Unterschiede in ihrem Verständnis bezüglich des Fleischessens, Weintrinkens und Beachtung bestimmter Tage gab. Hier geht es um persönliche Verantwortung jedes Einzelnen und jedem Einzelnen bezüglich Lebensstilfragen vor Gott. Die gegenseitige Annahme sollte zur Herrlichkeit Gottes dienen. Sie sollten ihre Glaubensgeschwister so annehmen, wie Christus sie angenommen hat. Eigentlich ist das ein Dauerthema, was in unseren Kirchen geschieht und ich glaube in jeder Gruppe der Menschen, aber auch in unseren Adventgemeinden. Wir haben Schwierigkeiten, andere Menschen anzunehmen, die anders die Bibel verstehen und die anders ihr Leben gestalten aufgrund von ihrem Verständnis. Und hier ganz konkret geht es um Fleischessen. Höchstwahrscheinlich, also dann war das Fleisch, was in Götzen geopfert wurde. Und einige haben gesagt, sowas esse ich auf keinen Fall. Die anderen haben gesagt, das ist völliger Schwachsinn, Götzen gibt es nicht. Deswegen esse ich alles, ohne schlechtes Gewissen zu haben. Genauso soll man Wein trinken, soll man nicht Wein trinken. Und hier in Bezug auf bestimmte Tage kann man nicht ganz genau bestimmen, was gemeint also wurde dabei. Auf jeden Fall, die Quintessenz, Zusammenfassung ist das, was Apostel Paulus im Vers 7 sagt. Deshalb nehmt einander auf, wie euch der Christus angenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit. Wie hat mich aber Christus aufgenommen oder angenommen? Ich soll so mit meinem Nächsten umgehen, genauso wie Christus mit mir umgegangen ist. Lass uns genau schauen, was das bedeutet. In Römer Kapitel 5 lesen wir die Verse 6 bis 10. Ich kann mich so sehr lebendig erinnern, dass unser Bruder, der leider verstorben ist, der hier bei uns Gast war, Australier, der in Amerika lebte, Bruder Livacic,
auch aus diesem Text gepredigt hat und etwas Ähnliches eigentlich also gesagt hat. Römer Kapitel 5, Verse 6 bis 10. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben, denn für den Gütigen möchte vielleicht jemand auch zu sterben wagen. Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir viel mehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Es gibt hier in diesem Text sind vier Begriffe, die unseren Zustand beschreiben, damals, als Christus für uns gestorben ist. Welche vier Begriffe sind es? Erinnert sich jemand und hat jemand eventuell das unterstrichen? In welchem Zustand warst du, als Gott dich aufgenommen hat? Kraftlos? Noch drei. Gottlos? Sünder? Feind, ausgezeichnet. Das heißt, als Gott dich angenommen hat, warst du kraftlos, gottlos, Sünder und sein Feind eigentlich. Bedingungslos und ohne unser Zutun. Annahme fängt mit Gott an. Christus hat uns angenommen und damit ist er ein Beispiel für uns, wie wir uns gegenseitig annehmen sollen. Was bedeutet eigentlich Annahme? Jemanden in eine Beziehung aufnehmen, mit allem, Guten und Schlechten, ohne die Person zu verurteilen. Dies gilt für unsere Beziehung zu Gott, zu anderen Menschen und zu uns selbst. Annahme ist das Resultat der Gnade Gottes, also unverdiente Gunst, das Geschenk Gottes, einseitige Tat Gottes. Wegen Gottes Gnade sind wir in die Beziehung zu ihm angenommen. Was ist Gnade? Gnade ist, wenn dir jemand erlaubt, in eine Beziehung zu ihm zu treten. Das kannst du dir nicht verdienen. Du kannst dich bemühen, wie viel du willst. Wenn die andere Person nicht möchte, in die Beziehung mit dir eingehen, kannst du nichts machen. Habt das schon versucht? Eine Person, die ihr sehr gerne hattet und wolltet unbedingt Kontakt aufnehmen, aber die zeigte immer die kalte Schulter. Habt ihr das schon erlebt? Schon jung gewesen und verliebt, unglücklich. Du kannst das nicht erzwingen. Du kannst Blumen bringen und Pralinen und was immer, also dann als Geschenke und nett sein, aber wenn die andere Person das nicht möchte, kannst du nichts machen. Gott hat mich bedingungslos angenommen und deswegen soll ich andere Menschen bedingungslos annehmen, egal ob sie gut oder schlecht sind. Jetzt muss man eigentlich schlucken an dieser Stelle. Eigentlich ist jeder von uns gleichzeitig gut und schlecht. Aber warum spielt die Annahme so eine große Rolle? Mir fiel ein Bild aus der Natur auf, als ich darüber nachgedacht habe. Wenn die Erde einen Samen nicht aufnehmen würde, würde es je zu Früchten oder zum Wachstum kommen? Und jetzt sind wir schon beim wichtigsten Gedanken dieser Predigt. Warum ist die gegenseitige Aufnahme so wichtig? Der Annahme. Das Resultat der wiederhergestellten Beziehung mit Gott. Und Gott hat uns freilich aus Gnade seine Beziehung angeboten. Und im Glauben nehmen wir diese Beziehung an. Was bekommen wir? Was ändert sich durch diese Beziehung?
Die erste Tatsache ist, du bekommst das Leben. Du bist wieder mit Gott verbunden. Das heißt, du lebst. Und was gibt es Wichtigeres als das Leben? Ich gehe davon aus, dass jeder von uns in diesem Raum Gott angenommen hat. Ich bin es nicht. Marcel ist schuld. Die Technik ist wunderbar, solange sie funktioniert. Aber ich hoffe, ihr könnt mich auch so verstehen. Also, das Erste, was wir von Gott bekommen, durch die wiederhergestellte Beziehung, ja, ist, dass wir wieder das Leben haben. Ich gehe davon aus, dass jeder von euch Christus im Glauben angenommen hat. Das heißt, ihr habt Verbindung zum Leben. Ihr habt das ewige Leben im Glauben jetzt schon. Ja oder nein? Das ist eine gute Nachricht. Die zweite ist, wir dürfen oder dann kommt es zum Wachstum in unserem Leben. Nachdem wir befreit worden sind von der Angst, von Anstrengungen, Gott zu besänftigen, dass er uns überhaupt aufnimmt. Das ist vorbei. Jetzt dürfen wir geborgen uns in Gott fühlen und wir dürfen jetzt wachsen. Ihr merkt, Aufmerksamkeit ist nicht mehr Gott zu besänftigen, sondern Aufmerksamkeit ist, auf den Heiligen Geist in uns zu hören, was uns verändern wird, Gott zu ehren. Um zu wachsen, brauchen wir aber noch eine Komponente. Und das ist also für mich unheimlich wichtig geworden in den letzten Wochen. Geschwister, darüber habe ich, denke ich, noch nie etwas gehört. Oder nicht so deutlich und klar. Das war mir immer klar, dass ich von Gott abhängig bin in Bezug auf das Leben und Wachstum. Aber es war mir noch nie so klar, dass ich von euch abhängig bin, um geistlich zu wachsen. Und der Gedanke gefällt mir überhaupt nicht auf den ersten Blick. Wir erleben die Gnade Gottes auch durch andere Menschen. Steht in der Bibel explizit. Aus diesem Grund ist unsere Beziehung untereinander entscheidend. Sie soll durch dieselbe Annahme, die wir von Gott erfahren haben, gekennzeichnet werden. Ein Mensch, der die Annahme Gottes verstanden und erlebt hat, kann auch nicht anders, als andere so anzunehmen, wie er selbst von Gott angenommen ist. Und hier sind einige wichtige Auswirkungen der Annahme, die uns ihre Wichtigkeit deutlich vor Augen führen. Wir schauen uns jetzt, was bringt das, wenn wir uns so gegenseitig annehmen, wie Gott uns angenommen hat. Punkt 1. Ein Mensch, der von Gott angenommen wurde, ist von der Sklaverei des Gesetzes befreit. Das ist jetzt die Verbindung mit unserer Sabbatschullektion. Ein Mensch, der von Gott angenommen wurde, ist von der Sklaverei des Gesetzes befreit. Unsere natürliche Neigung ist, große Anstrengungen auf uns zu nehmen, um für Gott gut genug zu sein. Das ist unser Naturelles. Das ist das Gesetz, das in uns wirkt. Die Annahme befreit uns vom Bedürfnis, uns als würdig zu erweisen und ersetzt das mit dem Aufruf, aufgrund der Beziehung und nicht aufgrund der Leistungen guter Werke zu leben. Jetzt ein bisschen theologisch ausgedrückt, aber das heißt mit anderen Worten, ja, wir halten das Gesetz, um Gott zu gefallen, dass er uns aufnimmt. Es ist vorbei damit. Wir halten das Gesetz oder achten auf das Gesetz aus einem ganz anderen Grund.
Welcher ist das? Aus Liebe zu Gott, weil die Beziehung uns zu Gott und zu anderen Menschen zu uns selbst wichtig geworden ist. Die Grundlage ist eine ganz andere. Und deswegen ist das Gesetz an sich wunderbar, aber seine Rolle muss man richtig verstehen, um damit richtig umzugehen. Wir sind nicht mehr Sklaven der Unfähigkeit, die Forderungen des Gesetzes zu erfüllen. Wenn wir jetzt einen Fehler machen und das Gesetz übertreten, verlieren wir nicht unsere Beziehung zu Gott. Wir sind im Zustand des Angenommenseins. Ich glaube, das bedarf einer größeren Erklärung und einer Predigt für sich dann. Aber Geschwister, seitdem wir von Gott angenommen sind, ist die Beziehung ursprüngliche wiederhergestellt. Und die Bibel sagt, wir sind unter der Gnade, nicht mehr unter dem Urteil des Gesetzes. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass du von Gott angenommen bist. Und weil du angenommen bist, du darfst Fehler machen. Du darfst fallen, du darfst aufstehen. Und die alte Lehre, die wir gehört haben, ich glaube nicht, dass sie wahr ist, dass wir jedes Mal, wenn wir eine Sünde tun, aus der Gnade wegfallen, aus der Beziehung. Weil das würde bedeuten, dass ich liebevoller, großzügiger bin als Gott. Ich schmeiße nicht meine Frau jedes Mal aus dem Haus oder sie mich, wenn das Essen nicht gut gelungen ist, oder? Oder wenn ich größere Fehler mache, wenn ich zu viel Geld verbrauche oder wenn ich gelogen habe oder bewahre und behüte, betrogen oder so, also habe. Es ist natürlich schlimm, es ist nicht also etwas gut zu reden, aber wir sind in einer Beziehung, wir sind unter der Gnade. Und da sagt Paulus, das ist die Freiheit des Evangeliums. Freiheit, dass wir uns entwickeln können. Wir nennen das in der Theologie Heiligung. Ja? Und nicht jedes Mal, wenn wir Fehler gemacht haben, wieder bei Gott betteln müssen. Bitte, bitte, nimm uns wieder auf. Und es geht überhaupt nicht darum, ja, wie oft angesprochen wird, dass wir das Gesetz halten sollen, ob wir es halten sollen oder nicht. Das ist nicht die Freiheit des Gesetzes, sondern die Freiheit, mich so zu entwickeln, weil ich von Gott angenommen wurde, weil ich gut bin. Ist das der Grund? Nein, sondern weil Christus gut war und mir seine Gerechtigkeit gegeben hat. Annahme bildet Vertrauen und Beziehung. Wir können nicht wachsen ohne Sicherheit, dass uns jemand kennt und trotzdem liebt. Manche Menschen lieben uns, weil sie uns nicht kennen. Manche kennen uns und deswegen lieben sie uns nicht. Eine lebensverändernde Beziehung kann nicht entstehen, bis wir nicht jemanden gefunden haben, der uns kennt und trotzdem liebt. Geschwister, wie viele Menschen hast du, die dich kennen und trotzdem lieben? Wer dich sehr gut kennen und trotzdem lieben? Viele? Man sagt, dass es keine Entwicklung möglich ist, wenn eine solche Beziehung nicht vorhanden ist. Dass du jemanden hast, der dich ganz gut kennt und trotzdem liebt. Die Annahme überbrückt die Kluft zwischen Bekanntwerden und Geliebtsein. In einer annehmenden Umgebung können Menschen aufhören, vorzutäuschen, jemand zu sein, wer sie nicht sind. Man kann sein, wer man ist. Das ist die Essenz einer wahren Freundschaft. Konkrete Frage: Bist du in der Gemeinde der, der du bist? Oder spielst du was vor? Was meint ihr?
Und wenn wir etwas vorspielen, warum spielen wir was vor? Ich habe eine einfache Antwort darauf, aber vielleicht ihr auch. Vielleicht kann mir jemand helfen. Warum spielst du Theater in der Gemeinde? Ab und zu, nehme ich an. Warum tue ich das? Wenn ich mein wahres Gesicht zeigen würde, wie würdet ihr darauf reagieren? Ja, es ist wahrscheinlich mit der Verurteilung. Wir haben Angst, von anderen Menschen verurteilt zu werden, für unsere Schwächen, unsere Fehler, dass wir nicht so weit geistlich sind, wie wir sein sollten, und deswegen halt mal die Klappe. Beziehungsweise spielen etwas anderes vor. Annahme sorgt für Heilung und Wachstum. Bist du in deinem geistlichen Wachstum stecken geblieben und kennst du den Ausweg nicht? Ja? War das jetzt Nebenbemerkung oder direkte Antwort auf meine Frage? Ich hoffe es. Die Wärme einer Beziehung und die Erlaubnis, selbst zu sein, ermöglichen uns, ehrlich und verletzlich zu sein und die Teile von uns zu Licht zu bringen. Ich habe mir Sachen aufgeschrieben, aber ich habe das Gefühl, es kommt viel besser rüber, wenn ich das so frei erzähle. Nochmal zum Theater hier in die Gemeinde kommen. Also, ja, ich habe das gerade zu dir gesagt und dafür sage ich ja, aber das war ihr gewollt. Okay. Das wäre ja zu anstrengend, finde ich, wenn ich jetzt in die Gemeinde komme und würde hier Theater spielen. Ich komme in die Gemeinde, um Gott zu loben und Gott. Übung macht den Meister, Christel. Aber es wäre anstrengend, ich fände das anstrengend, wenn ich mich hier anders geben würde, als ich bin. Ja, wie soll ich dir sagen, oder wie soll dir jemand sagen, dass ihr Kinderschänder ist in der Gemeinde? Jetzt bin ich ganz extrem. Also dann. Richtig, man braucht Gottes Hilfe, aber das, was ich heute in der Predigt sagen möchte, ich brauche deine Hilfe. Wir brauchen uns gegenseitig, weil die Vergebung Gottes erlebe ist, Gnade Gottes erlebe ich durch dich. Ich erlebe die Gnade Gottes durch dich. Gott ist im Himmel. Versteht ihr, was ich sage? Das heißt, wenn du in deinem geistlichen Wachstum stecken geblieben bist, ich habe mir lange, lange Zeit, weil ich bin stecken geblieben, Geschwister. Ich habe viele Sachen meines Charakters, die nicht so gut waren, mit der Zeit, mit Gnade Gottes, also sind verändert. Aber es gibt Sachen, die nicht geklärt worden sind. Und eigentlich ist das, was mir Probleme macht. Das, was ich schon überwunden habe, ist hinter mir. Aber ich habe gemerkt, dass ich die Decke erreicht habe, nicht weil ich so hoch, also schon gestiegen bin, sondern weil es nicht weitergeht. Und ich habe nach Antwort so lange gesucht und deswegen möchte ich euch diesen Weg und die Mühe ersparen. Wisst ihr, wie ihr weiterkommt in diesen Bereichen, wo ihr nicht mehr wächst, wo ihr schon seit Jahren in derselben Sünde, Schwäche, Unvollkommenheit steckt und wisst nicht, wie ihr weiterkommt? Dachte ich auch. Und es ist ein Teil davon. Auf jeden Fall Hilfe, Verbindung zu Gott. Auf jeden Fall, das können wir nicht ausschließen. Aber das, was ich dazu gelernt habe, ist, ich brauche euch. Und dieser Gedanke gefällt mir überhaupt nicht. Warum? Weil ich dann von dir abhängig bin. Wenn ich dir das sage, was mir tatsächlich im Magen schwer liegt, dann habe ich meine Unabhängigkeit aufgegeben und bin abhängig von dir, ob du das weitererzählst oder nicht. Dankeschön, das ist die Macht der Annahme. Nur versucht es damit. Wenn ihr jemanden findet, und deswegen bin ich sehr gespannt, eigentlich ist die Gemeinde dafür gedacht worden, aber sag mir, wem würdest du deine intimsten Geheimnisse, jetzt denke ich nicht an Sexualität in erster Linie,
Aber deine Verbrechen, Schmerzen oder was immer, mit vielen Menschen in dieser Gemeinde würdest du das teilen? Mit wie vielen? Man braucht ja nicht mit jedem. Wie will? Man braucht ja nicht mit jedem zu teilen, sondern mit demjenigen, wo man, dem man vertraut. Ja. Man soll doch alles. Ich glaube, ich habe eine klare Frage gestellt. Ja. Die Frage lautete, zeig mir, brauchst nicht Finger zeigen, sondern denke in deinem Kopf, wie viele Menschen in dieser Gemeinde hast du, mit denen du über Sachen, ich habe jetzt, ja, das, worüber du gerade nachdenkst, das, was jetzt gerade in deinem Kopf ist, weil in meinem Kopf ist eine Sache, die habe ich noch keinem Menschen gesagt, aber wenn ich es sagen würde, das wäre der Anfang der Heilung. Warum? Jakobus Kapitel 5, Vers 16. Wir lesen diesen Text immer im Zusammenhang mit letzte Ölung, sagen Katholiken, aber das ist Gebet für Kranke, also Menschen. Ja? Salbung, dankeschön. Nur, passt auf, was hier steht. Jakobus 5, 16. Bekennt nun einander die Vergehungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Heilung erfahren wir, indem wir darüber sprechen, worüber wir mit keinem anderen gesprochen haben, durch die Annahme einer vertrauensvollen Beziehung. Ich habe es bis jetzt nicht gemacht und ich habe große Angst davon. Aber ich sehe klar, dass das der Weg ist. Ich muss aus der Dunkelkammer, aus dem Keller meiner Seele, also diesen Keller muss ich zugänglich machen. Gott hat Zugang. Warum bist du nicht geheilt worden dann? Weil wir auch andere Menschen brauchen. Gott hat das so gemacht, dass wir in Beziehung zu Gott und zu anderen stehen müssen, um leben zu können. Ein Baum steht in Beziehung mit Wasser, mit Sonne, mit der Luft, ja, mit der Erde. Kann der Baum wachsen und gedeihen, wenn eine Komponente fehlt? Bitte denk drüber nach. Für mich war das die Offenbarung, also das zu erkennen. Eine zweite Offenbarung wird, wenn ich mich traue, diesen Schritt zu tun. Da werden wir Revolution in unserem Leben, in unserem geistlichen Wachstum erleben, Geschwister. Und was ist dabei wichtig? Dabei ist es wichtig, dass wir auf Verurteilung anderer Menschen verzichten. Wo habe ich das aufgeschrieben? Ah, es ist ein bisschen weiter, es kommt noch. Annahme ermöglicht, so zu sein, wie man ist und sich selbst zu erfahren. Nur das, was in das Licht der Liebe Gottes und einer sicheren Beziehung gebracht wurde, kann geheilt, gereift, in den Rest unseres Charakters integriert werden. Das heißt, solange wir diese Teile nur für uns behalten, werden sie unterbewusst in uns wirken und wir werden nicht geheilt, sondern schleppen also manche Sachen schon seit Jahrzehnten in uns. Hier sind einige Teile unserer Seele, die Annahme zum Licht bringen kann, nämlich unsere Bedürfnisse. Was brauchst du? Was brauchst du? Wir schämen uns oft zu sagen, was wir eigentlich brauchen. Könnt ihr euch vorstellen, dass eine Schwester, also die schon fast 80 Jahre, also mir in einem seelsorglichen Gespräch gesagt hat, kennt den Namen nicht, also es ist aus einer anderen Geschichte, also dann ja gesagt hat, ich brauche einen Partner. Ich brauche jemanden. Nicht nur zum Reden. Sie war frei, darüber zu reden. Eine einzige Person, die ich bis jetzt erlebt habe. Wie sieht es aus dann mit unseren Sünden? Wie sieht es mit Sachen, die wir an uns selbst nicht mögen? Sachen, die wir verstecken? Gebrochenheit, Schwäche, Fehler, die wir in der Vergangenheit gemacht haben? Und die Folgen, die wir davon in unserem Leben bis jetzt tragen?
Jemand anders soll auch darüber wissen, ohne dich zu verurteilen, aber in der Lage ist, dir die Wahrheit über deinen Zustand zu sagen. Das heißt, das ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, sondern in dieser Beziehung sollen wir konfrontiert werden von guten Freunden über unsere Schwächen. Aber ohne Verurteilung, ohne Ablehnung der Person. So ist es. So heilt dich Gott durch andere Menschen. Die Sicherheit der bedingungslosen Annahme ist die Lösung für die Angst, Fehler zu machen. Die einzige Folge, wenn wir von Gott und Menschen angenommen sind, ist zu scheitern, versagen, Fehler zu machen und zu lernen. Aber es gibt keine Verurteilung. Ich wiederhole das. Auch jetzt bei Gott. Es steht eindeutig, Römer 8,1. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Die im Glauben in Verbindung mit Christus sind, werden von Gott nicht mehr verurteilt. Wenn ich von Gott nicht verurteilt werde, warum soll ich dich dann verurteilen? Wir sind fast am Ende unserer Predigt. Welche praktische Folgen hat diese Predigt für dich persönlich und für unsere Gemeinde? Ich habe nur einige für mich also gedacht, zusammengefasst. Du hast bestimmt auch Ergänzungen und andere Ideen. Der erste Gedanke ist, ringe mit aller Kraft, das Evangelium richtig zu verstehen. Warum? Das habe ich vergessen zu sagen, hier gleich am Anfang. Mein Verständnis des Evangeliums prägt mein Leben. Ich rede und benehme mich so, wie ich das Evangelium verstanden habe. Das, was ich sage, wie ich mich verhalte, entdeckt oder zeigt, wie ich das Evangelium verstanden habe. Ringe mit aller Kraft, das Evangelium richtig zu verstehen. Warum? Es ist befreiend. Es ist befreiend. Jesus hat gesagt, ihr werdet die Wahrheit kennenlernen und die Freiheit wird euch frei machen. Es geht um diese Befreiung. Wenn wir verstanden haben, wie Gott uns angenommen hat, haben wir keine Wahl, als andere Menschen genauso anzunehmen. Meine Worte und mein Verhalten sind ein Abbild meines Gottesbildes. Also ringe darum. Zweitens. Die bedingungslose Annahme anderer Menschen soll Standard, der normale Zustand unter uns sein. Es soll einfach die normalste Sache der Welt sein, dass wir uns gegenseitig annehmen, so wie wir sind. Aber da fangen Schwierigkeiten schon an. Wie kann ich jemanden annehmen, der anders denkt als ich und anderen Lebensstil pflegt als ich? Wie soll ich das machen? Keine Ahnung. Apostel Paulus sagt, deshalb nehmt einander auf, wie euch der Christus angenommen hat. Wir können persönlich und uns als Gemeinde nur wachsen, wenn wir uns gegenseitig annehmen, wie wir sind. Erst wenn wir uns trauen, miteinander über unsere wahren Probleme zu sprechen, ohne Angst verurteilt zu werden, werden wir persönlich und damit auch als Gemeinde wachsen. Kein Wachstum, ohne dass du den Keller deiner dunklen Geheimnisse für andere geöffnet hast. Wir haben oft Aktionen in unserer Gemeinde, in unserer Kirche, ja, wo wir uns mit 40 Tage, also Gebet und 10 Tage Gebet und verschiedene Aktionen, die sind wunderbar, die sollen uns bewegen, darüber nachzudenken, Geschwister. Aber glaubt mir, ohne Annahme wird nichts funktionieren. Wird sich nichts verändern. Wir sollen Verdammung und Verurteilung anderer in unserer Gemeinde nicht akzeptieren. Und jetzt gehe ich so weit und sage jetzt ein, was immer. Auch Katholiken nicht. Wir sollen keinen verdammen und verurteilen.
Dabei sollen wir auf den Unterschied zwischen Verurteilung und Bewertung achten. Was ist der Unterschied zwischen Verurteilung und Bewertung? Ich verurteile den, den ich nicht angenommen habe. Ich bewerte den, den ich angenommen habe. Es ist ein Riesenunterschied. Wenn du jemanden angenommen hast, du darfst den bewerten. Es ist erwünscht. Weil wie soll der andere erleben, wie er ist, wenn er keinen Spiegel vorgehalten führt oder hat? 4. Bleibe beim Prozess der Annahme. Es ist ein Kampf, andere Menschen anzunehmen, aber habe Geduld. Ihr könnt gleich heute beim Mittagessen anfangen, das zu üben. Einige lächeln schon und haben schon bestimmte Bilder vom Kopf. Versuche anzunehmen, wenn einer nicht vollkommen ist. Was geht in dir da vor? Und 5. der letzte Punkt, die Früchte der gegenseitigen Annahme. Die Atmosphäre in unserer Gemeinde und die Früchte in unserem persönlichen geistlich-emotionalen Leben werden Gott verherrlichen. Was meint ihr, warum kommen Menschen zu unserer Gemeinde überhaupt? Was erwarten sie von uns? Höchstwahrscheinlich gute Theologie. Erkenntnis der Wahrheit. Das ist bestimmt also ein Grund, warum viele Menschen also kommen da. Nur wenn sie gekommen sind, warum gehen sie wieder? Entweder sind sie enttäuscht, das nicht gefunden haben, was sie gesucht haben, aber meistens liegt es also daran, dass sie die Annahme nicht erlebt haben. Und wer nimmt dich schon an? Wer interessiert sich eigentlich für dein Leben? Sag mir das. Ich bin Seelsorger und manchmal achte ich nicht darauf, auf die Grundsätze der Seelsorge und versuche in manchem Gespräch auch etwas zu sagen. Das ist fast hoffnungslos. Menschen wollen selbst Sachen sagen. Sie wollen nicht zuhören, wenn jemand anders erzählt. Aber versucht's. Das ist ein Zeichen der Annahme, in dem wir nur zuhören. Ihr werdet euch nicht mehr retten können von Menschen. Die Botschaft ist klar. In erster Linie für mich. Annahme schafft das Leben und Wachstum. Versuche, über deinen Schatten zu springen. Du musst jetzt nicht mit allen tiefsten Sachen, aber mach ein bisschen, also ja, Tür von deinem Keller der dunklen Geheimnisse, falls du den hast, vielleicht hast du den nicht, keine Ahnung, ein bisschen aufzumachen, ein bisschen Licht da rein und guck mal, was passiert. Ich kann euch sagen, ich habe es gemacht, es ist befreiend, aber ich bin noch nicht zu Ende, ich habe es nicht ganz aufgemacht. Ich warte immer noch auf die Sicherheit, jemanden zu finden, wo ich das sagen kann, ohne Angst vor Verurteilung und ohne Angst, dass dann am nächsten Tag die ganze Gemeinde darüber weiß. Ich wünsche euch Gottes Segen dabei. Amen. Unser himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du die Großen und auch die Kleinen liebst. Dass du, Herr, so viel Liebe für uns übrig gehabt hast nach dem Sündenfall, dass du uns nicht abgestoßen hast, dass du dich um uns gekümmert hast, dass du das Wertvollste, was du hattest, für uns gegeben hast, so dass wir leben können. Und danke, Herr, für die Freiheit, die wir erleben durch deine Annahme. Die Freiheit, Herr, zu wachsen, dir ähnlicher zu werden und nicht zu sündigen. Danke dir von ganzem Herzen. Ich bitte dich auch, dass du uns weiterhilfst, dass wir in dir und durch dich und auch durch andere Menschen wachsen können. Dass wir eine Atmosphäre der Annahme auch in der Gemeinde und persönlich schaffen.
so dass Menschen sich öffnen können und Heilung erleben. Und schenk uns auch die Gnade, dass wir jemanden finden, wo wir dasselbe erfahren können, Herr, und auch Heilung finden für die Teile unserer Persönlichkeit, Herr, die noch immer schmerzen, die wir nicht so gerne haben. Bitte segne jeden von uns, Herr. Jeder von uns könnte bestimmt eine Geschichte darüber erzählen. Sei uns gnädig, Herr, und hilf, dass wir als deine Gemeinde deinen Auftrag und nach deinem Willen leben, indem wir uns bedingungslos annehmen. Danke, himmlischer Vater, für dein Wort. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist, der euch beruft, er wird's auch tun. Amen. Amen.